Herzlich willkommen im alten Botanischen Garten. Alter Botanischer Garten, ihr wisst ja vielleicht, Göttingen hat 3 botanische Gärten, den experimentellen, den Forstbotanischen Garten und den alten Botanischen Garten. Die beiden anderen sind 50 Jahre alt. Wir sind 285 Jahre alt. Ob dieser Baum so alt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er über 50 Jahre alt, das weiß ich. Und was wollen wir machen? Wir wollen euch Frühblüher zeigen. Wir haben ja hier in Göttingen auch unsere Anfängerexkursionen. Da gehen wir mit euch dann in den Wald raus. Und wir haben hier vor unserer Haustür wunderschöne Buchenwälder mit ganz, ganz tollen Frühblühern. Aber wir wissen ja nicht, was dieses Jahr, wir haben immer noch Pandemie, was es für Überraschungen für uns bereithält, wann das Sommersemester überhaupt beginnt und wie wir unsere Lehrveranstaltungen machen können. Und leider nehmen die Frühblüher, wenn das Semester dann erst Ende April vielleicht anfängt, keine Rücksicht darauf. Und vieles ist dann schon vorbei. Und deswegen wollen wir jetzt die Gelegenheit nutzen, in diesem ganz kurzen Zeitfenster euch einige Frühblüher zu zeigen, die auch klausurrelevant sind oder ein bisschen links und rechts daneben vielleicht. Das werde ich mir nicht verkneifen können. Und das wird ganz viel Spaß machen. Wir haben herrliches Wetter. Und wer bin ich? Ich bin Dr. Michael Schwertfeger. Ich bin der Gartenkustos hier im alten Botanischen Garten. Das schon seit fast 30 Jahren übrigens. Und ich kenne mich hier einigermaßen gut aus und möchte euch ein paar Frühblüher zeigen. Und ich hoffe, es macht uns Spaß. Tulpen, die darf ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, auch wenn Sie natürlich als Göttinger Studenten der Biologie und Biodiversität nicht so eine Gattung eigentlich kennen müssen, denn die Tulpen, zwar kennt sie jeder, aber die sind nicht wirklich hier zu Hause. Die meisten Tulpenarten kommen aus den Steppen und Halbwüsten Zentralasiens, also sagen wir mal Kasachstan, Usbekistan, da so diese Gegenden, wo man wahrscheinlich selten ist. Was ich aber weiß, ich war auch noch nicht da, dort ist es im Sommer sehr, sehr heiß. Da ist Wüste, da regnet es dann monatelang nicht und im Winter ist es schweinekalt, minus 30 Grad, oft auch sehr trocken. Das heißt, im Winter können diese Pflanzen nicht wachsen, im Sommer können sie auch nicht wachsen und deswegen nutzt sie dieses ganz kurze Zeitfenster im Frühjahr, wenn der Boden gerade aufgetaut ist und dann explodieren die quasi. Und das haben sie natürlich bei uns beibehalten. Hier von diesem Bestand war vor 3 Wochen noch nichts zu sehen. Jetzt blühen sie ein paar Tage und wenn sie dann in 14 Tagen nochmal kommen wollen und sich das angucken wollen, ist es längst vorbei. Ja, diese zentralasiatischen Zwiebelpflanzen haben das so drauf von zu Hause. Es kann nur ein kurzes Zeitfenster im Frühjahr genutzt werden. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt so lange? Über exotische Pflanzen, das müssen Sie eigentlich gar nicht wissen. Was Sie wissen müssen, ist das Buschwindröschen und das Schaboxkraut hier bei uns vor der Haustür. Aber, und deswegen habe ich es Ihnen erzählt, für die gilt genau dasselbe. Die haben nämlich auch nur ein sehr kurzes Zeitfenster. Das sind nämlich Waldpflanzen. Und wenn Sie an unsere Wälder denken, jetzt im Frühjahr, wenn die Buchen noch kahl sind, kommt Licht auf den Boden, ganz kurz. Und im Mai schon sind die Buchen grün, die anderen Laubbäume auch. Und dann ist am Boden nur noch sehr, sehr wenig Licht. Im Winter ist es also bei uns auch zu kalt zum Wachsen. Und im Sommer ist es nicht hier wie bei den Asiaten zu heiß und zu trocken, sondern zu dunkel. Dann ist der Wald dunkel und unten am Boden kommt nicht mehr genug Licht an. Und deswegen gilt für unsere Frühblüher genau dasselbe. Ein kurzes Fenster von wenigen Wochen. Und deswegen machen wir jetzt diesen Film, denn wie gesagt, das ist alles sehr, sehr schnell vorbei. Und jetzt würden wir dann von diesen Exoten, aber als Gartenkustos muss ich mit sowas natürlich auch mal angeben, gehen wir jetzt in unser Arboretum. Da ist das alles ziemlich waldartig und da haben wir mehr oder weniger natürliche Verhältnisse und gucken uns die heimischen Sachen an. Ja, nicht jede von den Pflanzen, die Sie kennen müssen, ist unbedingt so eine große Tulpenblüte. Diese hier ist unspektakulärer, aber viel, viel klausurrelevanter. Unser Schaboxkraut, ein heimisches Hahnenfußgewächs. Hahnenfüße haben oft diesen speckigen Glanz auf den Blütenblättern, sieht aus wie eingefettet. Und das Schaboxkraut, ja, der komische deutsche Name Schaboxkraut bezieht sich auf das schabokische Fieber, die schabokische Krankheit, der Skorbut. Das ist also Vitamin C-Mangel. Kennen wir heute nicht mehr. Wir haben Teegut und Aldi und wo wir überall unsere rund ums Jahr uns mit frischem Obst und Gemüse versorgen können. Das ging unseren Vorfahren nicht so. Die haben den ganzen Winter über schlimm unter Vitaminmangel gelitten. Und dann haben sie sich gestürzt auf das erste frische Grün und haben das ins Essen geschnippelt. Und das Schaboxkraut gehört zu den ersten Pflanzen, die dann da sind und die hat dann, da konnte man sich dann drauf stürzen.
Unsere Vorfahren haben so schlimm unter Vitaminmangel gelitten, dass sie selbst giftige Pflanzen dann als willkommene Frühlingskost genommen haben. Schaboxkraut gehört, wie gesagt, zu den Hahnenfußgewächsen und die sind eigentlich alle mehr oder weniger giftig, dies auch. Nur es fängt ziemlich harmlos an. Der Giftgehalt steigert sich dann mit jedem Tag. Nach der Blüte soll man es dann nicht mehr essen. Aber Sie sehen mal, was das für eine Not war. Gott sei Dank können wir uns heute besser ernähren. Ja, wir gucken der Pflanze mal dann auch unter die Blätter. Und sehen dann hier solche Speicherknöllchen. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, diese Pflanzen können nur deswegen so schnell zur Stelle sein, weil sie ihre unterirdischen Nährstoffe mobilisieren. Also hier in Form von Stärke sind da also Nährstoffe gespeichert. Und deswegen geht das ruckzuck. Und man sieht auch, sie speichern nicht nur, sondern sie zerbröseln auch ganz, ganz leicht. Und diese Knöllchen fallen dann auseinander in der Natur, wühlen dann Wildschweine danach und zerbröseln das so im Boden. Und hier bei gärtnerischen Maßnahmen wird das auch zerbröselt. Und so ist das, vermehrt sich das glänzend auf vegetative, auf ungeschlechtliche Weise. Samenansatz gibt es bei diesen mitteleuropäischen Schaboxkräutern so gut wie nie. Die sind steril und vertrauen also glänzend auf ihre vegetative Vermehrung mit dieser kleinen Knöllchen. Das Arboretum, das ist der natürlichste Teil hier im Botanischen Garten und auch der die Verhältnisse im Göttinger Wald eigentlich am besten wiedergibt. Wir haben hohe Laubbäume. Diese Laubbäume sind jetzt noch kahl, jetzt ist noch das Licht schön unten am Boden. Die Pflanzen können Photosynthese machen und das ist aber ruckzuck dann vorbei. In 4 Wochen schon treiben die Buchen aus und dann wird es hier unten dunkel. Das heißt, unsere Frühblüher müssen schnell sein. Und 2 ganz wunderschöne Frühblüher, die es hier im Göttinger Wald auch gibt, das sieht man gerade eine Pelzbiene, die den Lärchensporn besucht. Ein wunderschöner Frühblüher ist unser hohler Lärchensporn, Corydalis cava, mit diesen schönen violetten Kerzen, die gehen auch fast als eine Orchidee durch. Und typisch ist, es gibt in den Populationen immer einen kleinen Anteil Weiße dabei. Immer so ein Drittel, ein Viertel der Population blüht weiß, das ist hier auch zu sehen. Die Blüte ist auch total interessant. Man hat eben gesehen, es war eine Pelzbiene da, es sind auch Hummelköniginnen dran. Diese Blüten sind zygomorph. Was das ist, das erklären wir dann später noch ausführlich. Die haben also eine Ober- und Unterseite, wie ein menschliches Gesicht, eine Ober- und Unterlippe. Die Tiere kriechen da rein, hat also blütenökologisch ganz interessante Geschichten. Also diese Blüte ist auch cool, aber was wir jetzt ja uns anschauen wollen, sind auch die unterirdischen Speicherorgane. Auch der Lärchensporn kann so flott sein, weil er auch, genau wie das Schaboxkraut, unterirdische Organe hat. Meistens erstaunlich tief. Man muss aufpassen, dass man es nicht kaputt macht, grundlos. So, man sieht dann auch, das ist eine weißblühende Pflanze hier mit ihrer Knolle. Und aus einer anderen Knolle. Jetzt habe ich leider die Knolle abgerissen. Das passiert immer mal, denn diese Verbindung ist sehr dünn. Das sind also Knollen und die, man sieht es hier schon, die werden dann unten hohl. Man denkt, ich hätte sie beim Graben kaputt gemacht, das ist aber nicht der Fall. Die sehen immer aus wie von Wühlmäusen angenagt und deswegen heißt der hohle Lärchensporn hohler Lärchensporn. Diese Junge, die ist noch intakt, aber bald werden die unten so gammelig und dann denkt man, da hat irgendein Viech dran gefressen. Ganz typisch für diese Art. Und diese Knöllchen können sich eben nicht teilen wie beim Schaboxkraut. Das Schaboxkraut, habe ich gesagt, vermehrt sich nur vegetativ durch Teilung der Knöllchen. Es gibt überhaupt keinen Samenansatz. Hier ist es genau umgekehrt. Diese Knollen können sich gar nicht teilen. Der Lärchensporn kennt nur geschlechtliche Fortpflanzung. Also jedes dieser Pflanzen ist ein eigener Klon. Und wie gesagt, die meisten blühen violett und manche blühen weiß. Lärchensporn, eine wunderschöne Pflanze unserer Buchenwälder. Seht ihr im Göttinger Wald auch, aber nirgendwo in solchen Mengen wie hier. Und die andere Pflanze, die auch in unseren Wäldern sehr, sehr häufig ist, das ist diese mit den breiten Blättern. Und wenn man die probiert, man darf natürlich nicht alles probieren, was man nicht kennt, ist klar. Aber hier, jeder, der Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch und so weiter mag, der liebt den Bärlauch auch. Das ist also unser Bärlauch, also ein heimisches Lauchgewächs, was in Massen in unseren Wäldern wächst. Und auch der ist so schnell, weil auch der unterirdische Speicherorgane hat. Zwiebeln. Ja, es ist dieselbe Gattung, zu der auch die Küchenzwiebel gehört. Bei der Küchenzwiebel sind diese Zwiebeln dicker. Hier sind sie ein bisschen spärlicher. Aber man sieht, auch der kann also mit seinen unterirdischen Speicherorganen dann schön früh innerhalb von ja, manchmal einer Woche austreiben. Hier kommen auch schon die Blütenstände. Also in wenigen Wochen
ist dann hier alles weiß mit den hübschen Bärlauchblüten. Und vor allem nicht mit dem Maiglöckchen verwechselt. Auf keinen Fall, danke sehr. Genau. Eigentlich kann man das nicht verwechseln. Das Maiglöckchen sieht ganz anders aus. Also unsere Urgroßeltern, die kannten sich zwar, konnten keinen Fernseher programmieren und konnten im Internet nichts finden, weil es das noch nicht gab, aber die hätten auch Maiglöckchen und Bärlauch nicht verwechselt. Es sieht ganz anders aus, es steht an ganz anderen Standorten. Also naja, und das Maiglöckchen riecht auch überhaupt nicht nach Lauch. So, hat kein Mensch gemerkt. Am liebsten würde ich Ihnen alle 7000 Pflanzenarten, die es hier gibt, vorstellen, aber da muss ich mich, das muss ich mir verkneifen, denn wir wollen Ihnen natürlich die klausurrelevanten Sachen beibringen. Was Sie wirklich kennen müssen, ist die hohe Schlüsselblume hier. Was Sie nicht wirklich kennen müssen, sind diese niedlichen Kissenprimeln, die zur selben Gattung gehören und die wir hier im Botanischen Garten zu Tausenden haben. Kommen Sie jetzt wirklich dieser Tage mal hierher und gucken sich das an. Die beiden sind zwei Arten einer Gattung. Die Gattung heißt Primula, also das sind die Primeln oder Schlüsselblumen. Diese gibt es mehr in den Alpen. So in der Schweiz sehen sie gelb aus, auf dem Balkan sind sie rot. Also viele, viele Farben. Und diese hier gibt es zum Beispiel vor unserer Haustür überall im Göttinger Wald. Die hohe Schlüsselblume mit diesem Stiel. Die Blüten sind etwas kleiner, aber sie haben den schönen Stiel. Was ich Ihnen hier gerne zeigen möchte, ist, dass ja bei Pflanzen, anders als bei Tieren, bei sehr, sehr vielen Pflanzen kommen Hybriden, Kreuzungen vor. Da haben Pflanzen, viele Pflanzengattungen überhaupt kein Problem mit, wo sich also zwei Arten begegnen, wie hier unter künstlichen Gartenbedingungen. In der Natur begegnen die sich nicht, aber wenn man sie im Garten zusammenpflanzt, dann tun die Hummeln natürlich ihr Werk und tragen den Pollen vom einen zum anderen. Dann gibt es jede Menge Kreuzungen. Und wenn Sie hier also mit wachen Augen durchgehen, dann finden Sie immer auch mal Primeln, wie diese hier zum Beispiel. Die Blüte ist etwas größer als bei der hohen Schlüsselblume, aber sie hat so einen halbherzigen Stiel. Da sieht man ihn. Nee, also das ist tatsächlich ein Kreuzungsprodukt, was die Merkmale von beiden Eltern zeigt. Und ja, wie gesagt, bei Pflanzengattungen gibt es das sehr, sehr häufig. Und in vielen Fällen können sogar aus solchen Hybriden, aus solchen Kreuzungen, sogar neue Arten entstehen. So, nun schwirren euch schon eine ganze Menge verschiedenster Frühblüher im Kopf rum. Manche Sachen waren ja doch ein bisschen komplizierter, als man denkt. Und so die etwas trivialeren, bekannteren Frühblüher, die euch vielleicht auch bekannt sind, die ihr so aus der ersten Klasse Ausmalbildern kennt, waren jetzt noch nicht darunter. Da komme ich ins Spiel. Darauf aufmerksam zu machen, ist meine Aufgabe. Ich bin Tim. Manche von euch kennen mich vielleicht schon aus dem Fahrenvideo, was ich mit dem Doc zusammen gemacht habe. Ja, und meine Aufgabe sind so die Trivialitäten und das gefährliche Halbwissen. Und genau darum soll es jetzt auch ein bisschen gehen. Wissenschaftlich erklären tut es natürlich immer noch der Doc. Und jetzt gucken wir uns nochmal die etwas bekannteren Frühblüher an, die ihr dann hier auch natürlich in eurer schönen Studentenstadt Göttingen an jeder Ecke sehen könnt. Ja, schön, dass wir auch Tim haben, der mich an die Trivialitäten erinnert, die ja auch schön sind. Was wäre zum Beispiel die Welt ohne Schneeglöckchen? Und ich habe schon gesagt, wir können euch so viel nicht zeigen, weil es nicht im engeren Sinne hier heimisch ist. Also wirklich können für die Klausur müsst ihr es nicht. Aber Schneeglöckchen kann man ruhig doch auch erwähnen. Die sind natürlich jetzt schon so ein bisschen durch. Die Blüten verabschieden sich schon. Und was passiert überhaupt mit der Pflanze dann hinterher? Na klar, die Blüten verblühen, aber auch die Blätter ziehen ein, sagt man als Gärtner. Also die verschwinden oberhalb der Erdoberfläche, ist in 6 Wochen davon nichts mehr zu sehen. Die verlagern dann ihre Nährstoffe wieder in die unterirdischen Speicherorgane. In dem Fall ist es eine Zwiebel. Und da sind sie dann wieder versteckt bis zum nächsten Frühjahr. Und das ist, wie gesagt, dieses ganz kurze Zeitfenster, was wir hier besonders gut sehen können. Die Blüten verblühen schon. Im Idealfall sind sie bestäubt. Es gibt Samen. Bei den Schneeglöckchen passiert das nicht so häufig. Meistens vermehren die sich durch Teilung der Zwiebeln. Und danach verschwinden auch die Blätter wieder. Und das gilt für alle unsere Frühblüher. Und deswegen beeilen wir uns jetzt, euch das per Video nach Hause zu bringen. Ja, vom Schneeglöckchen gehen wir mal gleich zu den Osterglocken. Ja, Osterglocken. Wenn man Schneeglöckchen nennt, muss man auch Osterglocken nennen. Auch die kennt man aus den Gärten. Und die Osterglocke ist auch nicht so richtig im Göttinger Raum heimisch, aber immerhin in Mitteleuropa, zum Beispiel in den Vogesen, gibt es also tolle feuchte Bergwiesen, wo jede Menge Osterglocken stehen. Und wenn ihr euch jetzt beschwert, dass die bei Großmutter im Garten dreimal so groß sind, solche fetten Osterglocken, das stimmt. Großmutter hat aber auch die Hybriden, also Kreuzungen, Züchtungen, die auf Größe gezüchtet sind. Das hier ist die Naturform. So steht sie in der
der Natur, da ist sie wirklich klein und zierlich. Und das zeichnet ja botanische Gärten aus, dass sie also nicht Sorten bringen, die man auch im Handel kriegt und die eben gezüchtet sind auf bestimmte Eigenschaften, sondern wir zeigen euch die Sachen so vom Menschen unbeeinflusst, wie sie in der Natur vorkommen. Auch bei diesen kleinen zierlichen Osterglocken. So, hier an dieser sonnigen Stelle blühen auch Duftveilchen. Sie blühen und sie duften ganz wunderbar. Veilchen muss man auch kennen. Es gibt auch zwei Arten bei uns in den Wäldern. Die blühen noch nicht, die blühen ein bisschen später. Aber scannen Sie sich bitte die Optik von so einem Veilchen auch schon mal ein. In unserem Wald ist es das Waldveilchen oder das Hainveilchen. Dieses Duftveilchen ist aus Südeuropa, ist auch eine alte Gartenpflanze. Und die Leute lieben es natürlich wegen der tollen, knalligen Farbe. Und wegen dem Veilchenduft, dem sprichwörtlichen, den aber ein Viertel der Bevölkerung nicht riecht. Das ist die Beta-Ionon-Anosmie. Der Duftstoff ist Beta-Ionon. Und wie gesagt, etwa ein Viertel der Bevölkerung fehlt der Rezeptor dafür. Die können sonst sehr gut riechen, aber keinen Veilchenduft. Ich gehöre auch dazu. Aber na gut, sonst fehlt mir nichts. Wenn das Einzige ist, dann wollen wir darüber mal hinwegsehen. So, jetzt haben wir euch schon mal gezeigt, was im Botanischen Garten alles sprießt und blüht. Der Vorteil an Botanischen Gärten ist natürlich, ihr könnt euch die Natur quasi geordnet anschauen. Alles ist nach Kategorien irgendwie sortiert. Bei uns ist es zwar nicht ganz so streng, aber trotzdem wollen wir uns das Ganze jetzt doch nochmal in der Wildform angucken und gucken, was hier so in den Wäldern um Göttingen herum schon am Blühen ist. Und ja, vielleicht entdecken wir sogar ein paar Tiere, die sich schon an der Blütenwelt ergötzen. Ja, herzlich willkommen im Göttinger Wald. Wir haben ja artenreiche, wunderschöne Wälder hier. Das ist ein ganz berühmtes Exkursionsziel in Geismar, oberhalb vom Wohnstift Charlottenburger Straße. Und hier wollen wir euch Sachen zeigen, die wirklich zu Beginn des Semesters schon verblüht sein werden. Vor allen Dingen die schönen Leberblümchen hier. Vorher, bevor ich diese beiden Hahnenfußgewächse vorstelle, warum ist dieser Wald so wunderschön, wenn jetzt welche von euch aus Brandenburg sind oder wie ich vom Rand der Lüneburger Heide oder aus dem platten Land in Norddeutschland, die werden sagen, so sehen die Wälder bei uns nicht aus. Das stimmt, die Wälder im Göttinger Umfeld sind einfach geil. Warum? Weil sie auf Muschelkalk sind. Wir haben also hier Muschelkalkuntergrund und das bedingt, dass wir einen kalkhaltigen Lehm haben und der führt zu diesen wunderschönen, artenreichen Buchenwäldern mit der tollen Frühlingsflora. Also genießt es. Das sieht nicht überall in Deutschland so aus, vor allen Dingen die Leberblümchen. Es gibt lange, große Gebiete, wo es überhaupt kein einziges Leberblümchen gibt. Das Weiße sind Buschwindröschen mit diesem Quirl mit drei handförmig geteilten Blättern unter der Blüte. Und das Blaue sind die Leberblümchen. Beides sind Hahnenfußgewächse, beide sind auch relativ nah miteinander verwandt. Wenn ihr euch das jetzt schwarz-weiß vorstellt, dann sieht die Blüte auch sehr ähnlich aus. Vor allen Dingen im inneren Aufbau natürlich auch. Beide haben viele Fruchtblätter, beide haben viele Staubblätter. Das ist typisch für die meisten Hahnenfußgewächse, kommt dann in der Vorlesung dran. Aber hier gucken wir uns das jetzt mal live an. Also hier die vielen schönen Buschwindröschen, Anemone nemorosa. Was es hier im Wald auch noch gibt, das sehen wir dann gleich, das ist das gelbe Windröschen, das ist dieselbe Gattung, aber eine andere Art, leuchtend gelb. Ja, und diese Leberblümchen hier, die gehören auch in die Verwandtschaft der Anemonen und sind wirklich meistens schon zu Semesterbeginn verblüht. Dieses Jahr garantiert auch, also genießt es, dass wir es jetzt euch als Film bringen. Die Leberblümchen, das ist ein Blatt dazu. Warum heißen sie Leberblümchen? Das kommt von unseren Vorfahren. Unsere Vorfahren glaubten nämlich an die Signaturenlehre. Die glaubten, dass der liebe Gott die Sachen so gemacht hat, dass man schon sehen kann, wofür sie gut sind. Und wenn eine Pflanze leberartig gelappte Blätter hat, dann ist sie natürlich für Leberleiden gut. Das Lungenkraut werden wir auch heute noch sehen. Das ist natürlich für Lungenleiden gut. Was gab es noch? Wenn eine Pflanze einen gefleckten Stängel hat, der wie eine Schlangenhaut aussieht, dann ist es gegen Schlangenbisse. Und so in dieser Welt lebten unsere Vorfahren. Und deswegen heißt das Leberblümchen wegen dieser Blätter, die wie Leberlappen aussehen. Leberblümchen. Also ein ziemlich seltenes Hahnenfußgewächs, aber hier in den Göttinger Wäldern haben wir Massen davon. Die Haselwurz, Asarum europaeum, auch was ganz Besonderes, auch ein Kennzeichen für solche artenreichen, schönen Buchenwälder auf Kalk. Alles an dieser Pflanze ist speziell. Also erstmal hat sie solche breit herzförmigen Blätter, die wintergrün sind. Also die sind letztes Jahr gewachsen, haben überwintert.
Und diese Pflanze ist eine Pflanzenfamilie, die ihr noch nie gehört habt, also Solochiazeen. Das ist mehr was, was eigentlich in den tropischen Regenwäldern sehr artenreich vertreten ist. Bei uns gibt es fast nur die Haselwurz. Und diese schöne Pflanze steht jetzt in voller Blüte. Wo ist die Blüte, fragt ihr euch? Man muss der Pflanze hier unters Laub gucken und die Blüte ausgraben. Hier eine braune, dreieckige Blüte. Und man hat sie wirklich nicht gesehen, das Laub lag da drüber. Also für welcher Schmetterling, welche Hummel soll sowas finden? Die wird nicht von Hummeln und Schmetterlingen bestäubt oder Bestäuber, an die wir so denken. Sie wird von Pilzmücken bestäubt. Winzig kleine Dipteren, die fast blind sind. Die brauchen also, gucken nicht nach Farben. Sie fliegen also nachts hier durch ihren Frühlingsbuchenwald und suchen nach Pilzen, um da Eier abzulegen. Und sie finden dann geruchlich diese Blüte, die den Pilzgeruch imitiert und darin versuchen sie dann Eier abzulegen und dabei bestäuben sie die Haselwurz. Die Pflanze ist dann bestäubt, sie kann Kinder kriegen, das Tier hat nichts davon. Also nicht jede blütenökologische Beziehung ist auch gleich eine Symbiose, wo beide Partner was davon haben. Hier nutzt die Pflanze einfach die Instinkte des Tieres schamlos aus. Das Tier wird in die Dienste genommen, aber nur die Pflanze hat einen Nutzen davon. Also Haselwurz, Asarum europaeum, eine ganz bei uns in den gemäßigten Breiten sehr seltene Pflanzenfamilie. Und auch jetzt in Blüte in diesem schönen Frühlingsbuchenwald. So, die ist richtig, richtig selten. Jetzt kommt auch was, was auch richtig selten ist und was wir auch im Göttinger Raum nicht häufig sehen. Wirklich eine Spezialität. Und da gehen wir nur ein paar Schritte weiter. So, selbst wenn wir hier in unseren Göttinger Wäldern verwöhnt sind mit Raritäten und Kostbarkeiten, aber das hier sieht man auch im Göttinger Raum selten, das ist die mandelblättrige Wolfsmilch. Die Wolfsmilch ist eine große Pflanzenfamilie, etwa 7000 Arten, die meisten allerdings in den Tropen. Bei uns gibt es allerdings auch eine 20 Wolfsmilcharten etwa. Und das hier ist eine ganz unverkennbare, die an warmen, sonnigen Waldrändern wächst. Also eher könnt ihr die in Italien und Griechenland sehen und vielleicht in Bayern, Baden-Württemberg, hier in Mitteldeutschland ist sie wirklich selten. Und die hat, alle Wolfsmilche haben diese neongrün leuchtenden Blütenstände. Die sind jetzt noch nicht ganz offen, aber ich zeige sie euch jetzt, weil wir sicherlich später keine Gelegenheit mehr haben. Und Wolfsmilch, die Gattung Euphorbia, heißt so, weil sie einen leuchtend weißen Milchsaft hat. Ich zeige es jetzt mal. Ich verletze eine Pflanze, das macht man sonst nicht gerne. Und dann seht ihr, dass da ein blendend weißer Milchsaft rausläuft. Und der ist schweinegiftig. Der ist schweinegiftig. Also die Natur hat sich in der Familie der Wolfsmilchgewächse und bei der Gattung Euphorbia wirklich ganz furchtbar hochwirksame Giftstoffe ausgedacht. Und wenn ich das jetzt mir versehentlich in die Augen schmieren würde, wäre die Exkursion jetzt schon vorbei, weil wir dann ins Krankenhaus fahren müssten. Deswegen vermeide ich das. Die mandelblättrige Wolfsmilch, hinterher, die ist jetzt kurz vor der Blüte, kommen dann sehr, sehr kleine Blütenstände, die ganz einzigartig im Pflanzenreich sind. Den gibt es, das sogenannte Cyatium heißt das, auch das kommt in der Vorlesung dran, da kann man das dann schön darstellen, wie da diese kleinen eingeschlechtlichen Blüten aufgebaut sind. Aber hier seht ihr die Pflanze schon mal hier, wie sie so in der Natur sich präsentiert. Also auch im Göttinger Raum was richtig, richtig Seltenes und Gutes. Ja, nicht jede Pflanze ist eine große Sensation, für die man unbedingt in die Göttinger Buchenwälder auf Kalk reisen muss. Das ist der Huflattich. Ist jetzt nicht so eine spektakuläre, sensationelle Pflanze, aber ihr müsst sie unbedingt kennen. Und auch dieses hier ist eine Pflanze, die sehr früh blüht, oft schon im Februar an sonnigen Stellen. Und die zu Semesterbeginn sicherlich schon verblüht ist. Später im Semester können die Kursleiter euch dann die großen Blätter zeigen. Verhältnismäßig riesige Blätter, die lange nach der Blüte kommen und die dann im Sommer die Photosynthese machen, damit die Pflanze dann ohne Blätter im Frühjahr blühen kann. Das sind also die Blütenstände. Und ja, was ist daran jetzt cool? Es sieht eigentlich aus wie ein Löwenzahn und das ist das Problem. Das ist die größte Pflanzenfamilie, die es gibt, die Korbblütler. Margeriten, Sonnenblumen, Flockenblumen und Gänseblümchen und der Löwenzahn auch. Und das sieht sich natürlich alles furchtbar ähnlich. Vor allen Dingen, wenn sie dann nur gelbe Blüten haben, das sind ganz viele kleine Blüten, kommt dann in der Vorlesung dran. Das ist dann die verdammten gelben Korbblütler, die unsere amerikanischen Kollegen als DYCs zusammenfassen. The Damned Yellow Composites.
Nicht? Die verdammten gelben Korbblütler, die sich alle so sehr ähnlich sehen. Und da gehört der Huflattich auch dazu. Man kann ihn natürlich trotzdem unterscheiden, zum Beispiel an diesen bleichen, schuppenförmigen Blätter unter dem Schaft. Löwenzahn zum Beispiel hätte hier überhaupt kein Blatt, auch keine Schuppenblätter. Und diese kleinen Schuppenblätter, die sind nicht wirklich grün, sie machen auch nicht viel Photosynthese. Wie gesagt, diese Pflanze kann jetzt ihre Blütenstände rausschieben aus den gespeicherten Assimilaten vom letzten Jahr. Und wie gesagt, nach der Blüte kommen dann so große Blätter, fast manchmal, also ja, unverhältnismäßig riesig, die dann wieder das unterirdische Rhizom voll speichern für die Blüte im nächsten Jahr. Huflattich, Tussilago farfara. Der botanische Name Tussilago, da steckt der Tuss drin, der Husten oder Spanisch Tos. Ist ja auch lautmalerisch, schon die alten Römer haben also diese Pflanze als Hustenmittel verwendet. Ja, was macht ein Botaniker, wenn er im Falllaub unter Pappeln nach irgendwas sucht? Jetzt kommt was ganz Cooles. Er sucht die Schuppenwurz. Das ist sie. Super. Genau, ein bisschen näher bitte rankommen, weil man sieht noch nicht so ganz viel. Diese Pflanze hat offenbar überhaupt kein grünes Blatt. Der Huflattich, den haben wir vorhin gesehen, der kriegt die Blätter später. Diese Pflanze hier kriegt zeitlebens nie ein grünes Blatt. Hier ist noch eine. Wenn man ein bisschen gräbt, dann findet man noch mehr. Und hier ist die dritte. Das ist ein Schmarotzer. Die Pflanze lebt vollkommen heterotroph. Sie zapft Pappeln an. Das hier ist eine kleine relativ kleine begrenzte Stelle, wo Pappeln wachsen. Und an den Wurzeln der Pappel sitzt diese Schuppenwurz und saugt Phloemsaft und ernährt sich davon. Also diese Pflanze kriegt niemals ein grünes Blatt, macht niemals Photosynthese. Dass es aber eine Blütenpflanze ist und nicht etwa ein Pilz oder so, das outet sie dann dadurch, dass sie dann kleine Blüten kriegt, die ja so ein bisschen die Verwandtschaft zu Lippenblütlern oder Rachenblütlern erkennen lassen. Also es ist durchaus eine Blütenpflanze und wenn die jetzt noch ein bisschen in Fahrt kommen, die ersten Blüten öffnen, dann sieht man hier auch auf diesem scheinbar vegetationslosen Boden Hummeln rumfliegen zwischen dem Laub und man fragt sich, was suchen die Hummeln da? Dann besuchen sie tatsächlich diese Rachenblüten von dieser Schuppenwurz. Also ein Vollschmarotzer, den man nicht allzu oft in den Göttinger Wäldern findet. Er braucht Pappeln, Weiden oder Haseln und davon, da sitzt er also an den Wurzeln und ernährt sich davon. Diese hier sind kurz vor der Blüte, wir haben aber noch eine gefunden, die noch ein bisschen schöner ist. So, zum Glück kann ich euch jetzt auch die versprochenen gelben Windröschen bieten. Buschwindröschen aber vorhin gesehen, blüht weiß, Anemone nemorosa. Und dieses hier ist aus der gleichen Gattung, das ist Anemone ranunculoides. Das ist das gelbe Windröschen, hat auch diese drei handförmig geteilten Blätter unter der Blüte. Und auch das ist eine Spezialität der Göttinger Wälder. Und sonst gibt es in Deutschland große, große Bereiche, wo man das überhaupt nicht sieht. Buschwindröschen und gelbes Windröschen. Die gelben Windröschen sind ein bisschen später. Sonst, wenn wir jetzt noch ein, zwei Wochen warten, ist dieser ganze Wald voll davon. Und da habt ihr gerade eine Pilzbiene durchs Bild fliegen sehen. Genau das möchte ich nämlich auch unbedingt zeigen. Das hier ist das Lungenkraut. Das ist ein Raublattgewächs. Und ja, schöne blaue Blüten. Und wenn man genau guckt, sie blühen erst rot auf und färben sich dann blau um. Also jeder Blütenstand ist mehrfarbig. Hier sind auch rote und blaue dran. Das machen viele Raublattgewächse. Diese Umfärbung der Blüten, die dann meistens blau enden. Und ein anderes Charakteristikum, ihr habt eben schon die Pelzbiene gesehen, die das vormacht. Die haben sehr, sehr viel Nektar bester Qualität. Also wer Bienen mag und wer gerne Wildbienen fotografieren will oder Hummeln oder, der sollte sich mit den Raublattgewächsen gut vertraut machen. Das Lungenkraut. Wir hatten vorhin das Leberblümchen gesehen. Unsere Vorfahren haben eben die Signaturenlehre, haben der Signaturenlehre angehangen und haben gesagt, dass die Leberlappen sehen, weisen darauf hin, dass das gegen Leberleiden ist. Und hier beim Lungenkraut ist es auch so. Unsere Vorfahren haben die Grundblätter, die sind jetzt noch gar nicht richtig zu sehen, haben die irgendwie gefleckt wie Lungengewebe irgendwie angesehen und deswegen heißt es Lungenkraut. Okay, Pulmonaria, das Lungenkraut. Eine wunderschöne Pflanze unserer Göttinger Wälder, gehört auch in jeden Garten. Also wenn ihr Tiere, Insekten mögt und wollt einen Garten voller Wildbienen haben, dann das Lungenkraut.
So, auch das müssen wir euch jetzt bringen, weil das sehr, sehr schnell verblüht ist. Es gibt eine ganze Reihe relevante Gehölze, die meisten können wir euch später zeigen. Aber in Blüte können wir euch dieses hier nur jetzt zeigen. Das ist nämlich sehr, sehr früh im Jahr. Das ist eine Salweide. Die Gattung Salix, Salicylsäure kommt daher, die wird aus Weidenrinde gemacht. Die Gattung Salix ist eine Riesengattung. Auch bei uns gibt es sehr viele Arten, die teilweise schwer zu unterscheiden sind. Aber zum Glück müssen wir Anfänger nur Salix caprea, die Salweide, kennen mit ihren breiten Blättern. Und ja, das sind jetzt die Blüten. Kleine grüne Fruchtknoten sieht man. Und wenn ihr jetzt sagt, aber so, die Weidenkätzchen, die man sich in die Vase stellt, die sehen doch ganz anders aus. Die sind doch ganz fluffig und gelb. Sowas würde man sich kaum in die Vase stellen. Das stimmt. Salix ist nämlich ein völlig zweihäusiger Baum. Zweihäusig heißt, es gibt, ein Baum ist immer männlich, ein Baum ist immer weiblich, wie bei den Menschen. Die meisten Pflanzen sind ja zwittrig, hier ist das anders, also die Geschlechter sind säuberlich getrennt. Das hier ist ein weiblicher Baum und wir sehen hier nur die Fruchtblätter und die kleinen Narben und das ist so grünlich. Und die männlichen Bäume, die haben die Staubblätter mit den gelben Staubbeuteln und die steht gleich eins weiter, wenn wir da mal schnell hingehen. Das ist zwar nur ein kleines Bäumchen, aber man sieht doch ganz gut diese, komm mal bitte näher ran, die schönen gelben Staubblätter, die müssen wir uns ja richtig, die müssen wir richtig genießen. Da sieht man, also hier sieht man keine Fruchtknoten, dafür hat man eben die langen Staubfäden mit den gelben Staubbeuteln vorne dran. Und das sind eben diese typischen Weidenkätzchen, die man sich dann in die Vase stellt für den Osterzweig und hängt dann Eier dran oder auch nicht. Ja, bei den Weiden sind also die Jungs die hübscheren. Die Weibchen haben nur die grünlichen Fruchtblätter, die Männchen haben die leuchtend gelben Staubblätter. Salix caprea, die Salweide. So, ich melde mich auch nochmal von hinter der Kamera. Ihr habt jetzt gesehen, der Frühling ist schon gut im Gange. Es ist so einiges schon in der Blüte. Ein bisschen was kommt noch. Ich habe mich vom Doc schon sagen lassen, es naht eine zweite Welle von Frühblühern. Darum kümmern wir uns im nächsten Film aber. Jetzt heißt es erstmal, lass das Gelernte ein bisschen sacken und hoffentlich war es natürlich unterhaltsam, nur darum geht es hier. Und ja, ansonsten, wir können euch natürlich vieles zeigen und mit der Kamera nah rangehen, aber am Ende ist Biologie ja doch was man selber erleben und erfahren muss, gerade als Biostudi oder Forsti. Ja, und von daher, unser Appell geht raus. Wir sehen uns.